Ja, herzlich willkommen zu einem, ich würde mal sagen, Handball-Stammtisch-Spezial, zu einem vielleicht sogar Krisen-Handball-Stammtisch, wie man den auch immer nennen will. Wir sitzen heute in der Geschäftsstelle bei den Rimpacher Wölfen mit dem Trainer der Rimpacher Wölfen, Kevin Glatt. Kevin, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast, heute über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Und den Geschäftsführer der Rimpacher Wölfe, Roland Sauer. Auch, dass du dir die Zeit nimmst, Roland. Vielen, vielen Dank. Thema natürlich, denke ich, ist bekannt. Die letzten Wochen, die letzten Tage beschäftigt uns eigentlich mehr oder weniger nur ein Thema im privaten und im persönlichen Bereich. Thema Coronavirus. Ich möchte gar nicht so viel darüber reden, was so gerade auf der Welt passiert, sondern wir haben uns eigentlich getroffen, um mal zu reden, was passiert eigentlich jetzt so in den Vereinen, wie schlägt sich das in den Vereinen aus, gerade auch bei euch, bei den Rimpacher Wölfen, was bedeutet dieses Coronavirus für den Verein Rimpacher Wölfe, aber ich denke auch für jeden kleinen Verein, das kann irgendwie jeder ja auf seine Ebene runterbrechen über das, was wir heute reden wollen. Und von daher bin ich gespannt, Roland, im Vorgespräch, ich habe mit dir gestern schon telefoniert, du hast bestimmt ein paar interessante Einblicke, was auch so die erste Bundesliga und die zweite betrifft, gerade so das Gremium, was die da drüber sprechen, da freue ich mich natürlich drauf. Kevin, mit dir werden wir natürlich drüber sprechen, wie ist die Trainingssteuerung gerade, wie bist du in Kontakt mit der Mannschaft, auch da wird es, denke ich, interessante Einblicke geben. Und ich habe natürlich einen vergessen, aber es liegt daran, dass er immer dabei ist und immer da ist, zählt eigentlich schon ja immer zum Inventar. Martin, natürlich du auch. Schön, dass du wieder dabei bist und vielleicht auch aus der Sicht der HSG Dittichheim Tauber Bischofsheim vielleicht ein bisschen erzählen kannst. Also ist ja auch interessant, was sich so in den Vereinen ja unterhalb der Bundesliga dann auch so tut, wie das da wahrgenommen wird. Ja, heißes Thema, wie gesagt, Coronavirus. Mich würde natürlich am Anfang mal interessieren, Kevin, du hast ja auch Kinder, Hund, hast du vorhin gesagt, wie ist das ganze Thema bei euch gerade im privaten Bereich? Wie siehst du die ganze Lage aktuell familiär im Privaten? Ja, familiär trifft es uns jetzt im Sinne dessen, dass nächste Woche die Kindergärten und Schulen geschlossen bleiben. Das heißt, dass eine Betreuungssituation auftritt, mit der man jetzt so nicht gerechnet hat oder vor zwei Wochen vielleicht noch nicht damit gerechnet hat. Aber das trifft ja ganz, ganz viele Familien. Ich bin jetzt vielleicht in der glücklichen, unglücklichen Situation, dass wir im Moment auch kein Training haben, ja, und dann die Kinder da zumindest im Vormittagsbereich ganz gut versorgen kann, wo jetzt sonst keiner da wäre. Ich glaube, es trifft ja jeden. Du siehst es, wenn du in den Supermarkt gehst, ist fast schon wie nach Vorkriegszeit, sage ich mal, dass Riesenschlangen da sind, die Regale sind leer, die Menschen tätigen Hamsterkäufe. Ich bin nicht ganz so weit, dass ich schon so geängstigt bin, dass ich das mache oder dass wir das jetzt zu Hause machen. Wir versuchen relativ normal weiterzuleben. Natürlich ein bisschen mit Einschränkungen, dass man vielleicht jetzt nicht ins Kino oder ins Schwimmbad oder mal abends essen geht. Das, was man halt nicht machen soll. Aber ansonsten auch mit meinem Hund oder so versuche ich mich frei zu bewegen. Es ist ja auch da, dass die Empfehlung oder die Ärzte auch sagen, also frische Luft schadet nicht. Und wenn ich jetzt alleine mit meinem Hund übers Feld oder durch den Wald laufe, da begegne ich auch niemandem. Und ja, das sehe ich nicht so problematisch. Ja. Wie ist es bei dir, Roland? Hamsterkäufe schon betätigt? Oder? Also bewusst nicht, weil ich denke, das ist nicht notwendig. Wir haben wie üblich unsere 6 Kästen Wasser hier. Da können wir mit überleben. Und ansonsten, denke ich mal, müssen wir hier in Deutschland keine Angst haben, dass irgendwann mal die Lebensmittel oder die Versorgung zu Ende geht. Und daher haben wir uns überhaupt damit da gar nicht mit beschäftigt. Ich sehe, Wolfsmilch ist auch genug noch da. Ne? Kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf zu sprechen. Die Wolfsmilch, die bei der Distelhäuser Brauerei gebraut wurde. Martin, wie nimmst du das ganze Thema Coronavirus aktuell wahr? Ja, verrückt, ehrlich gesagt, was sich da so tut aktuell. Aber wir haben es ja jetzt alle schon gesagt, Kevin hat schon gesagt, jeder ist irgendwo betroffen davon und alle probieren möglichst das Ganze einzuschränken, dass man nicht so oft vor die Haustür geht. Unsere sportlichen Aktivitäten sind extremst eingeschränkt worden und ja, irgendwo so ein bisschen Angst und Bange hat man schon, aber ich lasse mich davon ja jetzt nicht so sehr beeinflussen. Ich werde trotzdem rausgehen, mich mit Leuten unterhalten und so weiter. Ich glaube, nur zu Hause einsperren ist natürlich auch nicht der richtige Weg, aber es ist schon dramatisch, ja. Aber mein Gott, ich hoffe natürlich, dass es in den nächsten Wochen wieder bergab geht mit dieser ganzen Epidemie und dann schauen wir mal, dass wir wieder in die Hallen dürfen.
Was, wir werden ja gestern mal davon, gerade als Handballtrainer, was ja Martin auch einer ist und du auch, Kevin, ist ja irgendwie jetzt auf einmal die ganze Struktur so weg. Ja, man ist jeden Tag irgendwie ins Training gegangen, zweimal, dreimal vielleicht sogar und am Wochenende das Spiel. Wir sitzen heute an einem Samstag da. Wir hätten heute Spiel gehabt, die Rimbacher Wölfe heute in auch. Bietigheim. Ja, in Bietigheim, genau. Wie organisierst und strukturierst du jetzt gerade deinen Tag oder die nächsten Tage, die nächsten Wochen? Ja, erstmal eine ganz neue Situation, auch eine Situation, die ja niemand so richtig kennt. Man hat keine Erfahrungswerte. Bei uns ist es so, dass wir am Donnerstag erstmal den Trainingsbetrieb eingestellt haben. Das heißt, wir haben auch schon Freitag jetzt nicht mehr trainiert. Ja, Spiel ist klar, ist heute auch nicht. Mhm. Und ja, jetzt geht es gerade bei mir vor allem darum, wie plant man die nächsten Wochen, wie strukturiert man die nächsten Wochen, was kann man den Spielern an die Hand geben, um sich fit zu halten. Das, was ich gerade so sagte, so im Wald laufen gehen, ich glaube, das ist schon in Ordnung, das kann man machen. Ob es jetzt zielführend ist oder ins Fitnessstudio zu gehen, was man vielleicht auch meiden sollte jetzt in dem Moment, das muss man sehen oder muss man gucken, was man da am besten macht. Auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation, auch wenn man jetzt sagt, bis zum 20. April haben wir erstmal kein Spiel. Ja. Die nächsten zwei Wochen sollte man jetzt generell erstmal alles ein bisschen runterfahren und nichts machen. Wenn man jetzt davon ausgeht, das weiß heute natürlich keiner und das ist auch ein Stück weit Spekulation, aber wenn es danach auch nicht weitergeht, es sind 10 Spiele, die wir noch hätten, es sind 3 Monate, bis die Vorbereitung wieder anfängt, wie überbrückst du so eine Zeit, was machst du mit den Spielern? Ne? Und das ist dann bei uns auch in einem Bereich, wo wir schon ja, darauf angewiesen sind, auf unsere tägliche Trainingsarbeit, wo wir ja, Sachen vorantreiben wollen, aber auch Sachen erhalten müssen, gerade auch unseren physischen Zustand erhalten müssen. Ich kann jetzt nicht sagen, komm, wir machen mal 3 Monate Urlaub und treffen uns alle mit 5 Kilo mehr wieder. Ja, das, Spieler würden sich vielleicht freuen. Ja, ich glaube nicht. Also glaube ich auch ein bisschen nach einer Woche, 2 Wochen, ja, da freut sich jeder drüber, aber danach, dafür macht es ja auch jeder, hat man dann schon wieder Lust, weiterzuarbeiten, sich weiter was zu machen. Ja. Und da gilt es jetzt einfach, einen guten Plan auszuarbeiten und erstmal diese Zeit und dieses Loch zu überbrücken. Mhm. Auch mental nicht ganz so einfach. Ja. Du kannst jetzt nicht in einer Art Vorbereitungsmodus arbeiten, wo du nur physische Dinge machst. Und dann fangen wir jetzt zum Beispiel am 6. Juli dann mit der richtigen Vorbereitung auf die nächste Saison wieder. Ja. Und du klotzt dann schon wieder Kondition und Gewicht. Ja. Mhm. Also da muss man auch eine gute Mischung oder eine gute Balance finden. Und ja, darum wird es jetzt erstmal in den nächsten Tagen und Wochen gehen. Okay. Roland, wie habt ihr davon eigentlich erfahren? Wie wurdet ihr als Geschäftsführer da in Kenntnis gesetzt? Erzähl uns mal ein bisschen so den Ablauf bis heute. Na ja, gut, für uns ist es ja schon die ganze Zeit präsent. Wir setzen uns ja schon längere Zeit damit auseinander. Haben auch eine Freundin, also eine Schulkollegin von der Walter, die in Hongkong lebt. Mhm. Da kriegst du natürlich das live auch per Bilder, wie die sich da vorbereiten oder wie die sich verstecken hinter ihren ganzen Equipment, was sie da tragen müssen, sonst dürfen sie gar nicht raus. Also insofern hatten wir schon im Vorfeld natürlich ganz guten Kontakt. Haben dann natürlich durch die Städtepartnerschaft über Syracuse, also über von den Italienern auch das eine oder andere immer wieder mitbekommen. Die würden ja gern, wollten ja mit uns ein Freundschaftsturnier dort unten stattfinden lassen, was überhaupt nicht möglich ist. Darf ja auch keiner ins Land, also das wäre sowieso dieses Jahr nicht mehr gegangen. Und dann sind wir natürlich auch intensiv in Kontakt, also wir Geschäftsführer von den Zweitligisten, kommunizieren ja schon sehr eng. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns entsprechend austauschen. Und da sind natürlich schon verschiedene Meinungen oder verschiedene Sichtweisen, die da zum Tragen kommen. Und ich glaube, der Haupttenor, der da eben kommt von der Seite, ist wirklich das bewusste Umgehen mit der Pandemie, weil wir einfach wissen müssen, oder uns bewusst ist, dass wir dem Folge leisten müssen und auch wollen, bewusst, was gerade da an Risiken entsteht. Und daher sagen wir, für uns ist wichtig, wir müssen auf die Zuschauer achten, wir müssen unseren Helfern, wir haben ja sehr viele ehrenamtliche Helfer, da waren wir auch in einem Gespräch zusammengesessen. Ich würde es nicht immer Krisengespräch, sondern einfach, wo geht's hin, in welche Richtung laufen wir zusammen und natürlich logischerweise das ganze Team mit Mannschaft und Trainern ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das war für uns immer wichtig und das ist auch bei den anderen immer wieder im Austausch bewusst gewesen. Ja, dann geht natürlich auch die Frage, was gibt's denn für Szenarien, die wir dann spielen können oder die da in Frage kommen. Bevor überhaupt jetzt am Montag die Sitzung oder die Telefonkonferenz mit den
mit dem Präsidium und den Bundesligisten stattfindet, hat man natürlich da auch einen regen Informations- und Gedankenaustausch, in welche Richtung tendieren wir denn oder wo geht's denn hin? Und es gibt halt für mich vier Szenarien, die wir eben bewerten müssen, die wir sehen müssen. Und ich sage immer, ganz weit oben steht die Gesundheit. Das ist unser wichtigstes Gut und dem müssen wir alles unterordnen. Klar hat es wirtschaftliche Konsequenzen, dramatische wirtschaftliche Konsequenzen für alle Vereine. Da brauchen wir auch entsprechend Hilfe. Und daher, wenn wir die Szenarien durchgehen, da gibt es das eine mit dem Aufschub, was ja gerade erfolgt ist. Ich stelle dann immer gleich die Folgefrage, wie lange ist der Aufschub und was ist, nachdem der Aufschub zu Ende ist, sind wir dann in einer besseren Situation oder sind wir noch in der gleichen oder noch schlechteren Situation? Wie gehen wir dann mit den restlichen Spielen um? Und unsere Saison endet ja am 23. Mai. Auch das immer wieder Diskussionen nach hinten verschieben. Geht leider nicht, weil wir halt, unsere Spieler haben ja alle ihren Urlaub so geplant und die haben ja sowieso ein kleines Zeitfenster, wie der Kevin sagte, bis Anfang Juli, also von 23. Mai bis Anfang Juli und die müssen sich ja dann auch entsprechend organisieren und haben dann schon Urlaubspläne nicht nur, sondern die Reservierungen auch schon vorgenommen. Also insofern ist für mich die Deadline hinten der 23. Mai in allen vier Szenarien und das zweite Szenario ist, wir spielen mit den maximal 1.000 Zuschauern mit den entsprechenden Auflagen. Ja, warum 1.000, warum nicht 100 und warum nicht 500 und warum nicht 2.000? Ja. Ne, also was ist da bitte der Unterschied? Das ist ja auch abhängig natürlich von der Hallengröße. Ja. Ne, also ich mache jetzt mal das Extrembeispiel, was für uns gar kein Thema gerade ist. Wir spielen in der S-Oliver Arena, passen 3.000 rein und wir spielen in Rimba, da passen 930 rein. Ja. Das heißt, ich erfülle das Kriterium 1.000. Ja. So, und das wird da ja gar nicht ins Kalkül einbezogen. Also insofern, das ist das zweite Szenario, was man betrachten und bewerten muss. Und das dritte Szenario sind Geisterspiele. Was hat man ja im Fußball jetzt gesehen, emotional natürlich gar nichts bringt. Also das heißt, viele Mannschaften brauchen die Heimspiele aufgrund der Emotionen, um eben sich nochmal die Spieler nochmal zusätzlich zu motivieren. Auch der Rückhalt der Fans ist da entsprechend notwendig. Das ist das dritte Szenario. Und das vierte ist, die Saison ab sofort zu beenden. So, und das sind die vier Szenarien, die wir sicherlich am Montag dann besprechen werden. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Die eine natürlich, die sagen, wenn wir jetzt beenden, also nehmen wir mal das Extrem, dann ist für uns der Aufstieg gesichert. Also das heißt, Coburg und Essen, die sind dann erste Liga. Und auch für die Absteiger ist es dramatisch, weil die Absteiger natürlich mit Krefeld und Emstetten gerade festliegen würden. Konstanz wäre dann auf dem Relegationsplatz. Die wären da, die Emstetten insbesondere, wären sicherlich nicht erfreut. Wobei ich habe es ja gerade mal gezeigt von Emstetten, von der Stadt, die dürfen gar nicht trainieren. Die Hallen, alle Sportanlagen sind komplett dicht. Die haben keine Chance, irgendwo zu trainieren, außer halt Waldläufe zu machen. Die brauchen aber gerade Balltraining, ne, um da oben um eben das zu sichern. Ja, klar. Und dann hast du natürlich die rechtlichen oder die anderen Mannschaften, die jetzt um den Aufstieg noch spielen, also das ist Bietigheim, das ist Gummersbach, das ist Hamm, denen man ja die Chance in dem Fall nehmen würde, aufsteigen zu können. Vielleicht sogar auch den Rimbacher Wölfen. Also ich meine, sind ja noch Spiele zu spielen, ja, und die Punkte, ja, die könnte man noch einsammeln. Ja. Aber Roland, ich möchte dich nicht unterbrechen, du hast jetzt viele Fragen schon aufgemacht, die ich auch noch auf meinem Zettel stehen habe. Da komme ich jetzt gleich auch nochmal auf die eine oder andere Frage zurück. Aber was wäre denn aus Trainersicht eigentlich, Kevin, für dich der sinnvollste Weg? Du hast ja, ich sag mal, so ein bisschen eine Debatte aufgemacht bei unserer Kollegin, bei der Nathalie Gräß auch, dass die Spieler ja auch, dass das dir auch teilweise viel zu kurz gekommen ist, die Spieler zu schützen. Da ging es immer nur viel ums Finanzielle und Sponsoren und so weiter. Wie ist denn aus deiner Sicht, also ist es jetzt erstmal gut, dass die Spieler jetzt auch gerade geschützt sind? Würdest du dir da noch mehr wünschen?
Und was wäre aus deiner Sicht die sinnvollste Lösung oder das sinnvollste Szenario aus Trainersicht, sportlich gesehen? Ja, schwierig zu sagen, ja. Mhm. Also um das eine nochmal zu sagen, die Spieler sind mir insofern zu kurz gekommen. Ich weiß, dass es jetzt vorwiegend um Risikogruppen geht, mhm. aber man darf halt nicht vergessen, dass Handball ein absoluter Kontaktsport ist. Mhm. Ja, und man kommt halt nur mal bei den Spielen in Berührung und man ist ein potenzieller Träger, der das auch verbreitet. Ja, und wir sehen das, ich war da vielleicht schon vor einer Woche, habe es schon aus anderen Ländern auch mitbekommen. Jetzt fängt es ja bei uns auch langsam an. Aktuelles Beispiel jetzt Holger Klarendorf in Flensburg. Es ist doch ganz klar, dass das bei uns auch Spieler haben werden oder Spieler bekommen. Ja. Und dann kann es ja nicht sein, dass wir sagen oder so tun jetzt, dass wir davor immun sind, weil wir jetzt alle jung und Sportler sind. Das ist halt völliger Blödsinn. Da muss man sich halt mit der Situation auseinandersetzen. Und dann laufen wir alle durch Träger, durch die Gesellschaft, der dieses Virus verbreitet. Und genau das möchte man ja verhindern. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, da muss man einfach auch sehen, genauso die Spieler gehören auch geschützt in der Situation, auch einfach davor, ja. auch ohne den oder mit dem ganzen Druck, der da vielleicht auf die sportliche Situation kommt, hat der Roland gerade sehr richtig gesagt, die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Ja. Das ist nun mal Fakt. Ja. Ja. Wie wär dein Szenario? Roland hat gerade 4 genannt. Was würdest du aus sportlicher Sicht? Also wirklich jetzt bevorzugt wählen? Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich finde Geisterspiele finde ich irgendwie eine schreckliche Vorstellung. Also ich mag diese Emotionen unheimlich gerne. Die Spieler, Roland hat es ja auch gesagt, die brauchen das auch oder dafür macht man es ja eigentlich auch. Ist doch cool, am Wochenende in die Halle zu kommen und die Leute da mitzunehmen, zu begeistern. Sind ja auch Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, für die Menschen da draußen. Natürlich. Ja, also, natürlich. Ja. Und es ist auch nicht nur, also es ist nur besonders schön, dann in Rimpa bzw. Würzburg zu spielen, aber es ist auch schön, irgendwo, keine Ahnung, vor 2 Wochen nach Elbflorenz, nach Dresden zu fahren. Da sind auch 2000 Leute, die sind vielleicht, davon sind 1950 gegen dich, aber auch das kannst du ja nutzen. Und es ist ja auch gut, ne? Also ja, das für mich also, ja, eine Vorstellung, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Mhm. Ja. Die Saison zu beenden ist sportlich unbefriedigend. Mhm. Ja. Aber ich habe das auch schon mal gesagt in der Vergangenheit, wenn jetzt beim Formel-1-Rennen höhere Umstände zum Tragen kommen und weiß ich nicht, von 50 Runden sind 30 Runden gefahren und dann wird abgebrochen, dann wird halt auch so gewertet, wie dann der Stand ist, ja. Ja. Und eine hundertprozentige Zufriedenheit bei allen beteiligten Mannschaften wird man nicht bekommen. Mhm. Ja. Wenn jetzt so eine Geschichte ist, dass man sagt, die Aufsteiger gehen hoch, es gibt keine Absteiger, dann hätte man wahrscheinlich nur die Mannschaften, die jetzt noch in diesen Bereich kommen würden, sage ich mal Platz 3 bis 7, die jetzt vielleicht noch Zweiter hätten werden können. Aber gut, dann ist das in so einer besonderen Situation auch nun mal so und dann muss man sich damit arrangieren und auch damit leben. Dann hätte man 2 Drittel der Saison davor besser sein müssen, um dann vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt dazustehen. Ja, um es ganz einfach zu machen. Ja. So. Martin, gib uns mal ein paar Einblicke, weil wir ja auch Zuschauer haben, die vielleicht in niedrigeren Ligen spielen oder da zu Hause sind. Wie ist gerade der aktuelle Stand? Ich weiß es natürlich, aber bei der HSG Dillingham Tauber Bischofsheim bei uns. Gib du doch mal ein paar Einblicke, wie gerade eben da die Strukturen oder wie man sich da neu ordnen muss gerade. Ja, ich glaube, es ist nicht anders, da wie irgendwie bei den Rimpaer Wölfen auch. Es hat hier einfach ein größeres Ausmaß, weil es einfach an viel mehr finanziellen Mitteln am Schluss liegt, die verloren gehen bei den Wölfen. Bei uns kann man das einfach runterbrechen in einen 4-stelligen Bereich. Ich glaube, bei den Wölfen ist es wahrscheinlich 5-stellig. Also nur, wenn wir das Finanzielle sehen letztendlich mal. Aber rein sportlich, ich habe es gestern erst gesagt, irgendwie vermisst man seine Mannschaft so ein bisschen schon. Man sieht die bei uns 3-mal in der Woche hier öfters und irgendwie bricht das gerade alles so weg. Und jetzt merkt man mal so richtig diese Bindung zu seinem Team auch irgendwie, dass das wirklich, dass das einfach gepasst hat, alles Mögliche. Aber wir können dem Ganzen nicht aus dem Weg gehen, das ist einfach so. Bei uns ist ja auch mittlerweile auch so, dass der komplette Handballbetrieb oder Sportbetrieb einfach eingestellt wurde von unserem Vorstand, vom Hauptverein. Und das ist letztendlich auch der beste Weg, jetzt um die nächsten 2 Wochen zumindest mal zu überbrücken und zu schauen, was tut sich. Aber Szenarien haben wir jetzt schon von Roland und Kevin gehört, wie sich das in der Bundesliga dann herauskristallisieren würde. Hier ist es ein ganz anderes Thema, das sind noch 10 Spiele zu gehen, bei uns sind 6. Ich denke mal, da könnte man nach dem 20. April schon noch hinten anhängen, das wäre jetzt nicht so das Thema.
Allerdings sind bei uns natürlich auch schon Planungen getroffen für Urlaub, Abschlussfahrten und so weiter. Das betrifft uns natürlich dann auch. Wie geht man damit um? Und ja, ist eine schwierige Sache. Ich würde trotz alledem gerne irgendwie die Saison möglichst zu Ende bringen, weil es natürlich für Aufstieg, Abstieg, für alle Mannschaften dann nur gerecht wäre irgendwie, ja, dass man diese Saison zu Ende bringt. Aber nochmal, hier sind es ein paar Spieltage mehr mit Vorbereitung und so weiter. Kevin hat es ja schon gesagt, wenn es losgeht. Das Zeitfenster ist sehr, sehr kurz in der Bundesliga. Bei uns ist das alles ein bisschen entspannter, würde ich fast sagen. Aber trotzdem haben wir natürlich auch unsere Pläne. Aber rein des Sportes willen würde ich gerne natürlich die Saison zu Ende bringen, auch wegen den Heimspielen, wie hier auch. Ja. Das sind natürlich auch immer Handballfeste irgendwo und da möchte man die Zuschauer schon nochmal in die Halle holen. Aber das hängt ganz davon ab, wann es wieder losgeht und wie dann auch das Zeitfenster sein wird. Spiel zu dem Part dann unter der Woche, also englische Wochen zum Beispiel, das ist natürlich ein Aufwand. Ja. Wenn ich Kevin dann anschauen würde, würde ich sagen, alle 3 Tage Handball hier, wow, also da haben sie ordentlich was zu leisten. Bei uns könnten wir es, denke ich, auf die Wochenenden beschränken, ja. Aber im Bundesliga-Alltag, wow, da bin ich sehr gespannt, was sich da tut. Aber ja, ist bei uns natürlich unter anderem genauso dramatisch im Kleinen wie auch im Großen. Roland, ich habe heute von der DFL, Deutschen Fußballliga, geredet, weil das wäre noch ein fünftes Szenario, dass die eventuell die Bundesliga sogar annullieren wollen. Also heißt, dass man halt sagt, die wird nicht gewertet, es gibt keinen Absteiger, es gibt keinen Aussteiger, einfach das auf nächstes Jahr verlegt. Du bist jetzt in Kontakt mit Kollegen, mit Geschäftsführern aus Bundesliga- und Zweitligavereinen. Ja. Wie gab es da auch schon? Also das war keine Überlegung, weil bei uns ja das Präsidium entscheidet am Ende, welches Szenario jetzt angenommen wird. Aber was aus meiner Sicht oftmals zu kurz kommt und du hast ja gesagt, also wir würden alle gerne die Saison natürlich zu Ende spielen. Bei uns sind jetzt 5 Spieltage, die ausfallen. Da gibt es auch schon Überlegungen, wie wir die über Doppelspieltage oder über Mittwochsspiele entsprechend auffängt. Bis zum April jetzt erstmal die 5, die anderen 5 kämen noch danach und dann kommen wir wieder auf die 10. Ja. Die jetzt ausfallen erstmal, Die ausgefallen ist, dass wir die irgendwo noch einbeziehen in die Spieltage, die jetzt noch dann stattfinden können, theoretisch. Aber ich habe es auch dem einen oder anderen Geschäftsführer und auch von den Vereinen, aber auch dem Geschäftsführer von der HBL vorgestern gesagt, was ist denn, wenn eine der Mannschaften einen Spieler hat, der sich infiziert? Ja. So, dann geht die ganze Mannschaft in Quarantäne, dann hast du einfach auch da eine Wettbewerbsverzerrung in dem Fall. Ja. So, jetzt lass es noch du unglücklicherweise bei einem Spiel stattfinden, auch wenn es unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Ja. Und der Kevin hat es ja vorhin gesagt, wir gehören ja, der OB, also Christian Schuchert hat ja auch so diese verschiedenen Risikokriterien mal aufgenommen in der Mainpost gezeigt. Und da gehören wir in die oberste Kategorie, weil wir natürlich viel enger wie viele anderen Sportarten spielen oder gegeneinander spielen. Und das bedeutet natürlich, wenn sich einer infiziert, wer bei so einem Spiel, was ja auch jetzt erfolgt ist, einer der Spiele, ich weiß gar nicht, wer es war, der sich von einem Gegenspieler infiziert hat, aber beim Club, das kann uns natürlich auch passieren. Und dann wird es noch weitergetragen. Und das ist halt ein hohes Risiko, was wir heute ja noch gar nicht einschätzen können, aber was wir in unsere Überlegung mit berücksichtigen müssen. Ja. Zu glauben am 19., weil wir das jetzt so bestimmen, ist 19. April ist alles zu Ende. Das sind wir uns alle bewusst, das ist nicht der Fall. Wir können nur hoffen, dass dann hoffentlich nicht noch mehr sich steigert oder im Idealfall, was keiner glaubt, rückläufig ist. Meine Frau ist ja Ärztin und wir haben uns früh auch darüber unterhalten. Heute ist es so, statistisch gesehen, dass sich dass ein Infizierter drei weitere infiziert. Wir gehen davon aus, dass sich 60-70% in Deutschland infizieren. Und dann geht natürlich die Statistik, dann greift die Statistik, dann ist es nicht mehr so, dass 3 sich infizieren, sondern nur noch einer. So, weil 2 von den anderen schon infiziert sind und ihr Immunsystem darauf eingestellt haben. Das heißt, wir hoffen eigentlich, dass sich viele infizieren. Ja. Jetzt muss man aber. Das ist traurig, ja. Damit wir einfach viele Immunpartner haben.
hoffentlich nicht die Risikogruppen, die wir ja auch entsprechend noch berücksichtigen müssen. Und das muss man alles mit reinnehmen. Also daher, wir können, glaube ich, heute noch, keiner kann so richtig sagen, wo es hingeht, aber zurück zu deiner Frage, also das fünfte Szenario, glaube ich, stellt sich bei uns in dem Fall nicht zu sagen. Also wir annullieren einfach die ganze Saison. Ich denke, da sind wir gespannt auf Montag, was sich da auch dann in eurem Gespräch dann mit den Geschäftsführern, glaube ich, aller 36 Mannschaften dann da tut. Ich denke, da ist auch erste Bundesliga mit einbezogen dann oder ist nur zweite dann an dem? Also im Augenblick sind nur die zweite. Ah ja, okay. Alle im Fußball ist, glaube ich, alle schon, 36. Ja. Aber die haben auch schon natürlich ihre Sitzung parallel. Kevin, wir sind erstmal alle Spieler gesund? Also gibt es aktuell einen Fall, war auch eine Frage über unsere Social Media Kanäle, ob alle Spieler gesund sind. Also gesund in Sachen. Ich verstehe es schon. In Sachen Corona. Corona. Also bis jetzt gibt es keinen Verdacht oder uns ist jetzt nichts bewusst oder aufgefallen. Und ja, wir hoffen, das bleibt auch so. Wir trinken alle Wolfsmilch. Haben alle einen Kasten Wolfsmilch bekommen. Ja. Wir dürfen heute schon auch mal lachen, auch mal schmunzeln. Das soll ja kein Krisenmeeting irgendwie sein. Nee. Ich denke, habt ihr Kontakt in WhatsApp-Gruppen? Du wirst viel vielleicht auch mit Spielern jetzt telefonieren und so weiter. Wie sensibilisiert auch jetzt ein Verein seine Spieler? Ja? Sagst du zu deinen Jungs irgendwie, bitte geht nicht in die Stadt oder geht feiern, ist ja eh mehr oder weniger jetzt ausgeschlossen, weil alle Discos, alle Bars jetzt zumachen, nach und nach nachziehen. Aber wie sensibilisierst du deine Mannschaft? Und ich komme gleich auch nochmal auf den Verein zurück. Ja, also wir haben schon, wie gesagt, am Donnerstag war unser letztes Training, haben wir erstmal einen Trainingsbetrieb jetzt eingestellt. Ich denke, dass die Spieler auch alle, schlau genug sind und sich auch selbst ein bisschen zurücknehmen in bestimmten sozialen Aktivitäten. Und wie wir jetzt tatsächlich weiter verfahren in unserem Trainingsbetrieb und wie wir das machen. Roland hat es gerade gesagt, bei manchen Vereinen sind die Hallen komplett zu. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber wir gucken halt auch jetzt, wie lange müssen wir das jetzt aushalten oder wie lange müssen wir jetzt darauf verzichten, zusammenzukommen. Ja. Und die Spieler sind sensibilisiert, allein durch das, was in den Medien passiert. Also wir sind ja alle übersensibilisiert. Deswegen mache ich mir da nicht zu große Sorgen, dass da einer nicht Bescheid weiß. Bei uns, wir haben das Gute, Spieler sind alle hier, haben keine ausländischen Spieler in dem Sinne, die jetzt in ihre Heimat reisen müssen oder kämen, dass, wenn ich mit Bundesliga-Trainern spreche, die sagen halt schon, die verbieten ihren Spielern jetzt in die Heimat zu fliegen, auch wenn wir jetzt im Moment auf Kurzarbeit sind und nicht trainieren oder das Training aussetzen, weil die auch Angst haben, dass die nicht aus dem Land wieder rauskommen oder nicht zurückkommen, wenn die dann sagen würden, wir wollen jetzt in zwei Wochen weiter trainieren und da ist es vielleicht zwei Wochen nach uns, dann kommen die Spieler nicht zurück. Solche Probleme haben wir hier nicht und wir werden ganz sachlich und ruhig mit der Situation umgehen und besonnen eine gute Lösung finden. Du hast vorhin mal gesagt, dass wenn jetzt du arbeitest jetzt individuell Trainingspläne so ein bisschen für jeden Einzelnen. Wie kann man das in so einem Bundesliga-Club nachhalten oder als Trainer? Also da gibt es schon gute Möglichkeiten. 30 Liegestütze am Tag und 100 Sit-Ups. Wie kontrollierst du sowas jetzt? Ja, genau. Das nicht. aber wir machen regelmäßige Krafttests und da habe ich bestimmte Kraftwerte und dann geht es um Krafterhalt. Und gerade in den Laufeinheiten kann man mit, ich will ja keine Werbung machen, aber Runtastic oder Nike Freerun oder egal was, kann man ja das schön heutzutage dokumentieren und dann sieht man auch relativ genau, was der Spieler gemacht hat, beziehungsweise wie er gearbeitet hat. Ja. Okay. Ich habe ja gerade gesagt, Verein ist ja, denke ich, auch gerade wenn es um die Spieler geht, ein ganz, ganz wichtiger Part, logischerweise, weil so ein Verein ist ja wie ein Wirtschaftsunternehmen letztendlich irgendwie auch anzusehen. Ja, ihr habt ja, denke ich, auch Spieler, die unter Vertrag irgendwie stehen. Roland, wie meistert ihr das gerade? Es gibt, die Spiele werden gerade ausgesessen, es gibt kein Training, es werden Spielergehälter aber gezahlt. Wie meistert man sowas? Also redet man da offen mit den Jungs und sagt, wir müssen jetzt Kurzzeit anmelden oder ihr müsst auf Gehälter verzichten? Wie läuft das gerade ab? Also ich will noch eins ergänzen, und dann komme ich auf die Frage nochmal von Kevin. Bei uns ist es ja so, dass die Spieler ja nicht nur Handball spielen, sondern auch noch entweder studieren oder studieren und berufstätig sind. Das heißt, die haben natürlich mit ihrer Doppelfunktion auch nochmal den Input von den Unternehmen, von den Firmen. So ist es ja. Also insofern ist das nochmal eine zusätzliche Hürde, Sensibilisierung, um sich einfach zu wappnen. Ja. Also insofern, das ist noch ein weiterer Vernunftfaktor, den man bei denen sieht.
Auch das wird ein Thema. Oh, jetzt haben wir gerade das Mikro verloren. Das ist aber nicht schlimm. Ja, das ist nicht. Vorsicht, ich lang dich an, ne? Ja. Das kriegt man wieder hin. Ja, das kriegt man wieder. Warte mal, Roland. Ja. So. Ja. Das ist auch ein Thema, was wir am Montag natürlich besprechen müssen. Denn, wie der Kevin sagt, die werden jetzt natürlich reduziert trainieren. Dadurch haben wir natürlich auch geringeren Aufwand seitens der Spieler. Und da geht es einfach um das Verhalten oder wie gehen wir das generell um? Weil es ist ja eine finanzielle Frage auch. Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga und darunter ja auch. Ja. Wie handhabst du das? Und da gibt es dann auch eine Diskussion, das habe ich auch schon auf der Agenda gesehen, über Kurzarbeit. Also ich hatte auch im Vorfeld auch informiert, weil ich hatte gesehen in der Zeitung, dass Heil, das war ja jetzt erst vor ein paar Tagen, und Altmaier ja das Thema Kurzarbeit auch entsprechend erweitert haben. Mhm. Gerade für solche Krisensituationen, das ist ja dann auch wirklich ungewöhnlich schnell durchgewunken worden. Und deswegen ist das für uns natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Mhm. Du sagst gerade, das ist natürlich schwierig, wir haben hier einen hauptamtlichen Trainer ja auch sitzen. Ja, ich denke, das wird ja auch den Kevin letztendlich betreffen. Ist, denke ich, da auch keine leichte Situation, auch mit den Spielern zu reden, wenn man da auch darauf angewiesen ist, letztendlich auf sein Gehalt, geht uns ja allen so, wir sind alle irgendwo auf der Arbeit. Ich habe auf der einen Seite keine Einnahmen gerade. Also ja. Wie ist es da eigentlich? Also wir haben bei dir schon Sponsoren angerufen und gesagt, lieber Roland, wir haben hier eigentlich ein Package gebucht für die ganze Runde. Jetzt fallen 5 Spiele aus, vielleicht die ganze Runde. Wie sind eure Sponsoren? Also ich habe ja mit dem einen oder anderen wirklich tatsächlich schon gesprochen. Da muss man einfach, also da muss ich sagen, da kann ich mich nur wirklich wärmstens bedanken, denn das Feedback, was ich bekommen habe, war durchweg positiv, gibt es ja in dem Fall nicht, aber die haben gesagt, wir wissen, was gerade passiert, ihr könnt nichts dafür, wir können euch nicht in die Verantwortung nehmen, wir könnten jetzt darauf bestehen, dass wir den Vertrag, so wie er einfach vereinbart ist, auch erfüllen, aber aufgrund der schwierigen Situation verzichten sie jetzt darauf, mit letzter Konsequenz oder nicht nur generell auf den wirklich den Vertrag so erfüllt zu haben, wie es drin steht. Da ist auch die Überlegung, wie bedanken wir uns dann auch, nicht nur jetzt durch ein paar Worte, sondern vielleicht auch danach als Mannschaft, als Verein, also als GmbH in dem Fall, als Wölfe, bei unseren Fans, die ja auch dazugehören, genauso wichtig sind, und den Unternehmen, die uns ja schon seit Jahren oder auch seit kurzem vielleicht erst unterstützen. Also da werden wir uns auch noch was einfallen lassen danach. Was ich da mal ganz kurz fragen, weil es jetzt um die finanzielle Geschichte geht. Bekommt man von der Stadt Würzburg, vielleicht auch von der Ortschaft Rimpa, da schon irgendwelche Unterstützungszusagen? Ich weiß, dass es in der Bundesliga, es geht um 700 Millionen, die am Schluss irgendwo fehlen, habe ich letztens gelesen. Das sind natürlich Zahlen. Wie fängt man die auf? Fußball-Bundesliga. Fußball-Bundesliga, ja, Entschuldigung. Genau. Im Handball. Ist natürlich auch Zahl. Ja. Aber erfährt man da schon irgendwo, bekommt man da schon ein bisschen Rückendeckung von Kommunen bzw. von Stadt? Oder Signale in die Richtung, weil ihr seid ja schon auch Aushängeschild von Würzburg. Ich meine, im Basket geht es wahrscheinlich genauso. Mhm. Na, da braucht man jetzt gar nicht drüber sprechen, über den Bundesliga-Basketball-Alltag. Kickers Würzburg, haben alle Einbußen und ihr seid nun mal die Aushängeschilder von Würzburg letztendlich, auch wenn ihr euch Rimpaer Wölfe nennt. Aber bekommen wir da Signale schon? Also ich hatte, vor kurzem war ja der Oberbürgermeister beim Spiel gewesen, war ja neben mir gesessen. Mhm, und, ja. Ganz klar, und das ist für uns auch sehr bewusst, ist, dass wir als Landkreisverein, so muss man es ja einfach sagen, auch wenn der Christian Schubert immer wieder betont, und das ist auch ehrlich und ernst von ihm gemeint, dass er uns schon als Würzburger Verein sieht, kann er uns natürlich als Stadt Würzburg nicht unterstützen, weil wir ja Landkreis sind. Die Gemeinde Rimpa, da haben wir auch in der Vergangenheit ja nichts bekommen. Mhm. Also insofern, die ja selbst, haben wir ja in den Medien auch immer wieder gelesen,
schon in einer schwierigen Situation, finanziellen schwierigen Situation ist. Das heißt, die können gar nicht unterstützen. Also bleibt es beim Landkreis, aber da gab es auch in der Vergangenheit keine Unterstützungen. Ist ein Aufruf vielleicht mal jetzt in der schwierigen Situation. Komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, weil der Herr Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Deutschen Handballliga, da auch an die Politik ein bisschen appelliert, aber will ich nochmal kurz hinten dran stellen, die Frage, nochmal zu den Sponsoren zurückzukommen. Ja? Ich meine, alle Unternehmen werden jetzt wahrscheinlich finanziell oder wirtschaftlich in irgendeine Schieflage kommen, die einen mehr, die anderen weniger. Manche werden davon auch vielleicht profitieren. Wie siehst du die ganze Geschichte, Roland, in Sachen Sponsoring auch für die kommenden Jahre oder für nächste Saison? Ich denke, das Coronavirus wird uns alle länger definitiv beschäftigen, auch in solchen Sachen. Ja? Unternehmen werden jetzt Einbußen haben. Ich denke, es wird in Zukunft mit Sponsoren der Ringparawölfe schwieriger zu reden sein über die neuen Verträge oder über die neuen Budgets, die freigemacht werden. Ja. Also Neuverträge sind definitiv ein Problem, weil klar, im Augenblick hängen wir alle in der Luft. Ja. Keiner weiß, wo es hingeht. Der ein oder andere geht ja sogar schon so weit, also von Sponsoren, die neuen, mit denen ich gesprochen hatte, die sagen, wir wissen ja gar nicht, ob ihr nächstes Jahr spielt. Ja. Also das ist wirklich das Horrorszenario. Ja. Aber die sind auch ehrlich und sagen, also dann lass uns doch einfach nochmal zwei Wochen, drei Wochen abwarten, um darüber nochmal zu reden. Also die sind da schon uns sehr wohlgesonnen, also uns wollen uns schon helfen, aber die haben ja auch nichts zu verschenken. Ja. Also insofern müssen die natürlich auch da vorsichtig, gerade bei neuen Engagements, mit umgehen. Aber ansonsten, ich meine, die anderen sind sich bewusst, dass wir können das Land, ich meine, das müssen wir auch mal sehen, wir können Deutschland nicht komplett nach außen abriegeln. Das können wir wirtschaftlich, also als gesamtes Land, uns wirtschaftlich gar nicht leisten. Und wir müssen Maßnahmen und wir müssen Lösungen finden, um einfach dann auch wirtschaftlich überleben oder nicht zu weit zurückgedrängt zu werden. Also insofern bin ich überzeugt davon, dass wir die nächste Saison so beginnen werden, wie wir sie geplant haben. So ist ja auch das, wir haben unsere Budgetplanungen schon abgeben müssen. Das sagt auch die HBL. Die Budgetplanung, die ihr jetzt abgegeben habt, die ist jetzt für uns erstmal gültig. Aber wir müssen natürlich eng monitoren in der laufenden Saison. Da geht es um die zukünftige Saison. Ne? Du sagst gerade erstmal, also ihr habt ja Lizenzunterlagen wurden ja schon genehmigt für die zweite Handball-Bundesliga. Du hast uns vorhin erzählt, du musstest sogar jetzt für die erste Bundesliga auch schon noch, oder musste noch machen sogar, weil kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Kevin, ne, das sind jetzt alles gerade Themen, die den Geschäftsführer betreffen eher. Ja. Aber du sagst gerade ja erstmal, angenommen, dieses Coronavirus bleibt länger bestehen, die Liga wird wirklich beendet, ne, ich sag jetzt mal, vielleicht sogar Worst Case, wird beendet, wird dann nochmal, müsst ihr nochmal neu nachreichen? Nein. Also erstmal war vielleicht das falsche Wording an der Stelle. Die haben gesagt, die A-Zahl, die wir abgegeben haben, die Budgetzahl und die Planungen für die nächste Saison, so wie sie eingegangen sind, sind sie in Ordnung, werden sind sie akzeptiert. Ich meine, die Lizenzierung ist ja noch nicht erteilt. Mhm. Das war eine klare Botschaft, die müssen sie jetzt auch aussenden, weil nicht, dass die Vereine alle nervös werden und sagen, müssen wir jetzt neu planen oder was müssen wir denn jetzt tun? Ja. Das ist also absolut nicht so, da wollen sie uns auch helfen. Mhm. Und gerade ich wurde jetzt angeschrieben die letzte Woche, also jetzt erst die letzten Tage, ich glaube am Donnerstag war es gewesen, die Unterlagen für die erste Liga abzugeben, weil wir ja noch in der Situation sind, dass wir aufsteigen können, sofern die Saison auch zu Ende gespielt wird. Und das ist aber normal, das ist wie jedes Jahr und da stand dann auch drin, die Basiszahlen, falls habt ihr ja noch aus der Lizenzierung für die nächste Saison zur Verfügung und bitte passt die halt an. Okay. Der Frank Bohmann, der HBL-Geschäftsführer, hat ja jetzt, hat man ja groß lesen können,
an die Politik auch appelliert, weil ja jeder Handballverein auch wirklich ein Wirtschaftsunternehmen ist und wir immer so flachsig sagen, jedem anderen wird geholfen, wenn es mal schlecht geht. Wie können konkret für euch, für dich, Roland, für die DJK Rimpa-Wölfe so eine Möglichkeit-Lösung aussehen, dass die Politik oder ja die Politik tatsächlich den Vereinen hilft, unterstützt. Da werden ja noch mehrere jetzt kommen. Es werden nicht nur die Vereine sein, sondern auch Unternehmen, die da Anspruch fordern oder stellen. Ja, das eine sind ja die Kosten, die wir ja entsprechend entrichten müssen, ob das jetzt für den Spielbetrieb jetzt erstmal, wenn wir das nehmen, das sind ja bestimmte Fixkosten, die wir zahlen müssen, die wir ja unabhängig davon, wie viel Zuschauer und ob überhaupt ein Zuschauer da ist, entrichten müssen. Das ist eine Lösung oder eine Möglichkeit, wo wir Unterstützung bekommen können, indem, da kann jetzt dann Würzburg wieder helfen, indem sie sagen, also ihr müsst jetzt in dem Fall keine Mietgebühren zahlen. Wir müssen ja an die WVV auch bezahlen. Genau. Auch das ist eine Lösung, eine Möglichkeit, wo man einfach sagen kann, das müssen wir die nächsten müssen wir diese Saison oder auch nächste Saison nicht mehr entrichten. Ja. Und dann ist natürlich auch nur ein Teil des Ganzen. Wir haben ja entgangene Umsätze, Erlöse, logischerweise. Im Augenblick gehe ich nicht davon aus, dass irgendeiner von unseren Sponsoren sagt, wir gehen in Regress, also weil da sind wir einfach zu gut, arbeiten wir zu eng und zu gut miteinander. Aber da wäre es halt auch wichtig, dass wir einen Topf haben, aus dem dann auch anteilig diese Umsatzeinbußen entsprechend unterstützt oder berücksichtigt werden, dass den Vereinen da auch nochmal unter die Arme gegriffen wird. Denn ich sag mal, wir sind ja, das ist jetzt nicht positiv, sondern Fakt ist, wir sind bei den Zweitligisten ein Verein, der ganz im Budget ganz weit unten ist. Ja. Es gibt aber Vereine, die sind weit, weit über uns. Ja. Die trifft es ja noch viel härter. Ja. Ne? Das ist schon ein wesentlicher Aspekt, den wir haben. Und ich hoffe, dass das auch eintritt. Ein großer Kostenblock ist bei uns natürlich, das sind die Spielergehälter. Also insofern, wenn wir da wirklich sehr pragmatisch und sehr vernünftig miteinander in der Thematik Kurzarbeit schnell auch umgehen können, um nicht in Liquiditätsprobleme zu laufen. Das würde uns, denke ich, schon mal in Summe helfen. Frank Baumann hat ja auch gesagt in seinem Interview, dass viele Mannschaften gerade in der ersten Liga jetzt wirklich Existenzängste ja auch haben aufgrund von den besagten Einnahmen. Ja, die Spielergehälter sind da. In manchen Mannschaften sind es höhere Gehälter, die vielleicht jetzt die Verlierer Wölfe zahlen. Wie steht es um euch und dich, Roland? Hast du Ängste oder sagst du, wir können das alles meistern? Ja gut, das wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, wir hätten keine Ängste. Ja, ich weiß, dass bei euch ja spitz auf Knopf auch gerechnet wird. Ja. Du sagst es ja auch gerade selber. Ja, das sind jeder Euro in Zuschauereinnahmen, denke ich, wichtig. Ja, das ist so. Und insofern müssen wir uns bewusst sein, dass das für uns natürlich auch eine Situation ist, der wir uns nicht nur stellen müssen, wo ich eine Lösung dazu benötige. Und die Lösung, wie die aussieht, die kann nur mit den Maßnahmen, die ich vorhin gesagt hatte, ergriffen werden, indem wir in den Spielergehältern mit Kurzarbeit dass uns entgegengekommen wird. Dass wir vielleicht aus verschiedenen Töpfen, ob das aus dem Sportverband oder auch aus den Kommunen oder auch übergreifend in der Bundesrepublik finanzielle Unterstützungen gibt. Das müssen wir sagen. Aber jetzt in Panik zu verfallen und nur Ängste zu entwickeln und dann einfach vielleicht kopflos durch die Gegend zu rennen, hilft uns nicht. Wir müssen uns überlegen, was fällt uns noch Dummes ein, irgendwie. Das dafür sind wir ja bekannt. Wir finden dann irgendwie eine Lösung jeweils, wo wir eben entsprechende Ideen entwickeln. Und dem müssen wir uns stellen. Und nicht jetzt sich in sein Loch zurückziehen und
hoffen, vielleicht hoffentlich oder das irgendwie, sondern wir müssen da aktiv uns Gedanken machen. Lösungen erarbeiten, ja. Also genau. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Lasst uns nochmal ganz kurz auf die aktuelle Saison zu sprechen kommen. Kevin, wie ärgerlich wäre es jetzt, wenn die Saison irgendwie nicht weiter fortgeführt wird? Ihr seid 6 Punkte von einem Aufstiegsplatz entfernt von TuS in Essen in deinem ersten Trainerjahr. Wie ärgerlich wäre denn für dich als Trainer jetzt so eine Geschichte? Ja, ist schon schade, ne? Also man möchte natürlich die Saison, also jetzt nur aus sportlicher Sicht und aus Trainersicht, möchte man zu Ende spielen, man möchte den sportlichen Wettkampf bis zum Ende haben. Ja, wir haben aus den letzten 12 Spielen nur 2 Spiele verloren, also haben auch eine gute Serie, sind gut drauf und ja, aber was soll ich machen? Ja. genau. Wie wir alle, ich kenne das von uns, wir haben auch gerade sportlichen Entlauf und wir wissen auch nicht, in welche Richtung es geht. Deswegen sind wir ja so traurig, dass es gerade nicht weitergeht. Wie sieht es denn, was wäre denn so der Roland, der Worst Case? Jetzt, wir haben jetzt wohl viel schon drüber geredet, über Szenarien und so weiter. Was wäre für dich als Geschäftsführer denn jetzt der Worst Case, der eintreffen könnte für die Rimbacher Wölfe? Du meinst es sportlich? Sowohl als auch, ja. Also Worst Case ist für uns, dass wir vor Geister Publikum spielen müssten. Das wäre für uns wirklich nicht nur emotional, sondern auch natürlich finanziell ein Fiasko, weil die Fixkosten bleiben. Ja. Die kriegen wir nicht weg, wenn wir keine Unterstützung bekommen. Also insofern würden uns die 4 restlichen Heimspiele natürlich massiv treffen, die wir dann nicht einmal über die Auswärtsspiele, weil die Auswärtsspiele, die Kosten bleiben uns ja auch. Bus und so weiter, ja, klar. Also auch das ist ja dann noch dabei. Das heißt, du hast dann nicht nur 4 Spiele, die du managen musst, sondern du musst insgesamt die 10 Spiele nehmen, also auch die 6 Auswärtsspiele. Das heißt, wenn wir wirklich ohne Publikum spielen, komplett ohne Publikum, was ich jetzt nicht, wo ich mit Ihnen sagen will, ich will jetzt die 1000 oder die volle Halle haben. Ja. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern man muss sich der Tatsache stellen, dass das für uns bedeuten würde, dass wir aufgrund dieser Tatsache schon extrem hohe Kosten hätten, die wir durch Umsatz nicht gedeckelt bekommen. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt meine Budgetzahlen, wenn ich jetzt auch mein Gesamtbudget wieder zurück für die laufende Saison, dass mir das logischerweise ein Loch reißen würde und natürlich uns dann auch negatives Betriebsergebnis bescheiden würde. Ja. So, und das ist das, was ich vorhin meinte. Da müssen wir uns Gedanken machen und da brauchen wir die Unterstützung halt auch von vom Frank und seinem Team, also vom Präsidium. Wie können wir das entsprechend auffangen? Und wir sind ja die Einzigen. Ja. Also ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Zweitligisten sind davon betroffen, wenn das ausreicht. Wenn das ausreicht. Also ich glaube, das sind eher mehr. Das heißt, das ist wirklich dramatisch und deswegen müssen wir uns gemeinsame Lösungen erarbeiten. Ne? Okay, wie eng seid ihr jetzt auch, Roland und du, in Kontakt? Ich denke, sehr viel, weil es geht ja jetzt auch, wenn wir ein bisschen vorausschauen, schon um die Planung für die neue Saison. Ihr habt schon neue Spieler verkündet. Ich denke, vielleicht den einen oder anderen will man auch. Jetzt, er sagt es ja gerade schon, vielleicht reißen noch die ein oder anderen Entscheidungen Löcher finanziell in die Planungen rein. Ja. Wie geht man jetzt als Trainer? Ich denke, du wirst ja auch Spielerakquise, denke ich, schon auch machen wollen und auch müssen. Wie geht man damit denn jetzt um? Wie redet man mit Spielern, mit potenziell neuen, wenn auch wirklich spitz auf Knopf ja gerechnet wird bei der DJK Rimbach? Also erstmal, Roland und ich sind in einem sehr engen Austausch. Alle Entscheidungen, die irgendwo zu treffen sind, die sprechen wir schon ab und stimmen das auch ab mit Pros und Kontras und guckt halt, was geht. Und Roland gibt halt ganz klar den Rahmen vor. So, und da bin ich halt auch dann nur Trainer, wenn der Geschäftsführer sagt, pass auf, bis da geht's und weiter nicht, dann ist das so und dann akzeptiere ich das auch. Und das gehört auch, glaube ich, zu einem gesunden Arbeitsverhältnis, dass man das dann auch akzeptiert und nicht beleidigt ist oder sauer ist, dass man sagt, ja, warum mache ich das jetzt? Weil am Ende des Tages bin ich ja froh, dass jemand die Verantwortung dafür hat, wo man drauf vertrauen kann. Ja. Es wird auch alles bezahlt oder eingehalten, was zugesagt ist, weil das ist ein hohes Gut, was wir auch nicht riskieren sollten. Ja.
Und ja, ich habe auch jetzt aktuell mit vereinzelt natürlich mit Spielern gesprochen. Torhüter ist ja noch ein Thema, was bei uns offen ist. Ja. Und ja, man merkt die Unsicherheit auch bei den Spielern. Also das, ne, auch die sagen, auch Torhüter, die sich jetzt vielleicht gerade noch empfehlen wollten oder zeigen wollten oder so, sagen, ja, ich habe jetzt gar keine Möglichkeit, mich zu zeigen oder zu empfehlen. Ja, Probetraining zu kommen, geht ist auch im Moment nicht schwierig. Ja, wenn ich jetzt, kann ich ja sagen, letzte Woche mit jemandem aus Frankreich gesprochen habe, ja, die Sache, das funktioniert halt einfach nicht, ja. So, und da muss man dann auch wieder Geduld haben und uns auch sachlich bleiben und sagen, gut, das geht ja nicht nur uns so, das geht allen so. Und man muss dann versuchen, eine Lösung zu finden, nicht immer nur das Problem zu suchen und sich so zu einigen oder so zu arrangieren, dass man sagt, wir gucken in 2 Wochen nochmal, wir bleiben in Kontakt, wir telefonieren zwischendurch nochmal, was ändert sich, was passiert bei dir, was passiert bei uns. Und ja, dann tauschen wir uns wieder aus und dann, da finden wir Wege, ja. Weil wir es gerade schon von Zukunft und Vorausschau haben, wie sind denn die Pläne sportlich für die neue Saison? Wir hoffen jetzt mal alle, sie findet pünktlich wie geplant auch statt. Wie ist da, Kevin, der Plan, um ein bisschen jetzt zum Abschluss noch nach vorne zu schauen? Ja, ist so ein bisschen schwierig, weil es halt wirklich noch weit weg ist und jetzt auch die Situation noch so ist, wie sie ist. Aktuell sind wir Tabellen-Siebter. Du hast gesagt, der Anschluss in die Spitzengruppe oder zur Spitzengruppe, den konnten wir halten. Sind nur 6 Punkte bis auf Platz 2. Haben da, glaube ich, sehr ordentlich gearbeitet. Mhm. Und es wird auch wieder unser Ziel sein, im nächsten Jahr gut zu arbeiten und uns bestmöglich zu verkaufen in der Liga. Wir wissen alle, dass wir mit unseren Abgängen wirklich auch viel Qualität verlieren. Mhm. Wir holen aber auch junge Spieler, also besonders junge Spieler dazu, wo wir überzeugt sind, dass die das Potenzial haben, diese Qualität auch wieder zu entwickeln. Mhm. Ja, da muss man vielleicht dem einen oder anderen auch dann ein bisschen Zeit geben. Aber das ist das Schöne hier. Also natürlich werden wir auch an Ergebnissen gemessen, aber man hat ein bisschen mehr Zeit als bei anderen Projekten, wo... Du kennst es. Ja, als bei anderen Projekten, wo man dann auch vielleicht zu viel verlangt, gerade von solchen jungen Leuten oder in einer zu kurzen Zeit. Aber unser gesamtes, also jetzt sag mal so, das Gros steht ja und ganz viele Spieler und Leistungsträger bleiben ja auch einfach da. Und deswegen haben wir da auch eine gewisse Sicherheit und ich denke auch eine gewisse Ruhe, dass wir da positiv in die Zukunft gucken können. Kann es noch Abgänge geben? Müssen noch irgendwelche Verträge verlängert werden? Ich bin da jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber du, Roland, sicherlich. Gibt es noch Stellschrauben, die man drehen muss bei dem einen oder anderen Spiel? Immer Stellschrauben. Immer. Nein, aber aktuell ist es so, dass wir bis auf die 4, von denen wir gesprochen haben, davon also alle Spiele haben. Okay. Und daher, das ist eine schöne Situation. Man muss nicht jedes Mal neu denken, sondern man hat eine gute Basis, eine gute Grundlage und muss halt erstmal schauen, wie die alle miteinander, wie das miteinander funktioniert. Also man muss nur die Neuen halt integrieren. Also insofern die werden dann auch aufgefangen oder aufgenommen von den anderen ganz positiv. Was sind deine Ziele, vielleicht auch Vorgaben für die neue Runde? Vielleicht hat man ja jetzt auch durch das Corona ein bisschen Zeit, auch sich da schon Gedanken drüber zu machen, über die neue Saison. Weiß ich ja nicht. Vielleicht haben wir jetzt alle lange Zeit und können schon mal ein bisschen in die Planung gehen für die neue Saison. Was ist dein also Ziel? Weiterhin? Da haben wir uns gerade noch nicht mit auseinandergesetzt. Ja. Du darfst dir jetzt was wünschen. Ich glaube, das, was ich mir wünsche, das ist nicht immer realistisch. Okay. Nein, also ich denke, wir haben jetzt eine gute Arbeit. Also wir haben das erste Jahr ja jetzt gemeinsam erfolgreich bestritten. Jetzt ein Ziel auszugeben, ohne zu wissen, wie sieht die Liga nächste Saison aus, ist natürlich extrem schwer, weil einerseits gab es ja so verschiedene Szenarien. Es gibt keine Absteiger und nur Aufsteiger. Das heißt, die Liga wird wieder größer. Wir haben dann wieder 5 Absteiger, wäre ja die Konsequenz, wenn man es mal durchziehen würde. Das ist ein hohes Risiko. Wie sieht es nach der Corona-Situation aus? Bleiben wirklich alle Mannschaften in der Liga? Davon gehe ich absolut aus. Auch das ist ja ein hohes Risiko, was jede Mannschaft für sich tragen muss. Und. Also das sind viel zu viele Unwägbarkeiten, um jetzt schon in eine Richtung zu denken und zu sagen, wir wollen noch weiter vorne stehen, wir wollen noch erfolgreicher sein, wir wollen nächste Saison, wenn man es Extremfall nehmen, wir wollen aufsteigen, was überhaupt nicht realistisch wäre mit dem, was wir im Augenblick haben aktuell.
Aber es könnte ja sein, dass alle vor uns sechs vor uns sagen, also wir sind insolvent. Aber davon gehe ich nicht aus. Hoffentlich, also es wird auch nicht passieren. Du wirst uns am Dienstag ein bisschen mehr vielleicht berichten, wenn am Montag das Gespräch, das Telefonat war. Ja. Also es war jetzt auch nur scherzhaft. Ne? Also, logisch. Aber nein, wir werden, ich glaube, da an der Ecke, an der Front müssen wir uns nicht, hoffe ich, keine Gedanken machen. Ja. Wir müssen uns nur Gedanken machen, wie gehen wir mit der neuen Situation dann um. Ja. Und sportlich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, nach wie vor auf einem guten Weg. Und den werden wir versuchen, auch nach wie vor erfolgreich zu bestreiten. Wie es die letzten Jahre auch schon erfolgreich gemacht hat, kann man ja sagen, ja, waren ja erfolgreiche Jahre, die letzten Jahre. Ja, Martin, dich haben wir ganz außen vor gelassen, aber du hörst gerne auch zu, sagst ja immer zu mir. Ja. Ich bin auch gerne ein Zuhörer. Ja. Wie geht's weiter bei uns, bei dir? Ja, ich möchte aber kurz mal auf Planung nochmal zurückzukommen, weil es Kevin schon gesagt hat. Ich meine, es ist ganz schön bei uns, wie auch bei uns. Wir haben schon das ein oder andere gemacht und haben es noch nicht veröffentlicht, aber man hat schon ein bisschen Sicherheit. Aber klar, Probetrainings hätte ich gerne auch noch gehabt, um dann nochmal zu gucken, was können wir noch machen. Aber ich glaube, man sollte auch diese Spieler, die man vielleicht gerne noch haben möchte, auch dazu ein bisschen auffordern und sensibilisieren, dass gerade finanzielle Mittel nicht da sind oder jetzt die Planungssicherheit einfach nicht da sein kann. Und dementsprechend würde ich mir von den Spielern auch wünschen, dass sie auch dem Verein mal ein bisschen entgegenkommen und nicht sagen, ich habe das bisher immer gehabt und das möchte ich jetzt wieder, sondern man muss einfach auch mal die Situation gerade eben betrachten. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es wieder besser wird, ja, dass der Verein auch wieder voll auszahlen kann, ja. Das ist ja nach wie vor möglich. In einem Betrieb ist es auch nicht so, wenn Kurzarbeit da ist, dann heißt es auch nicht, du bekommst volles Gehalt. Also dementsprechend ist die Möglichkeit ja da zu sagen, lieber Spieler, wenn es uns finanziell dann auch wieder besser geht und dahin geht es hoffentlich bei allen Vereinen, dann ist auch der Verein wieder bereit, voll auszuzahlen. Deswegen würde ich mir wünschen, von den Spielern auch, ob das im Bundesliga-Bereich ist, was jetzt hier die Rimperer Wölfe machen oder auch bei uns mit den Spielern, mit denen man in Kontakt ist, dass man auch mal ein bisschen den Verein aktuell sieht und auch auf den Verein zugeht. Also das ist mal so die Planung und finanzielle Geschichte vielleicht, wo man da auch an die Jungs appellieren kann, die zu dem Verein möchten. Und vielleicht sollte man auch den sportlichen Werdegang einfach jetzt erstmal in den Fokus stellen. Welches Projekt gefällt mir ganz gut? Und da ist Rimper, ich denke, wie auch wir, eine schöne Sache, wo man auch sagen kann, ey, das hat alles Hand und Fuß und das taugt mir. Und da gehe ich hin, da fühle ich mich sicher und wohl. Und das sollte auch mal in den Fokus gestellt werden und nicht nur diese finanziellen Mittel. Und wie es dann letztendlich weitergeht bei uns, wie auch bei den Rimperer Wölfen, ich glaube, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Also es wird nicht einfach. Wie die Zukunft aussieht, wissen wir alle nicht, wann es wieder losgeht. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass ich in naher Zukunft wieder meine Jungs sehen darf und sie durch die Halle scheuchen darf. Das wäre mir ganz wichtig, weil ich habe es vorhin schon gesagt, man merkt jetzt erstmal so diese Bindung und was fehlt. Und das macht einen schon wirklich traurig und man ist nicht mehr in diesem Rhythmus drin. Das fehlt komplett. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass es bald in eine richtige und gute Richtung wieder geht, dass wir in die Hallen dürfen, unseren Sport, den wir alle so lieben, ausleben dürfen und ja, trainieren dürfen. Am Schluss hoffentlich auch noch ein paar Spiele bestreiten, ja, für die Zuschauer, die dann hoffentlich auch zahlreich in die Halle kommen, um die Teams und die Vereine zu unterstützen. Ja. Das wäre ja ganz schön und das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Ich denke, ein schöner Appell, so auch am Schluss. Aber ich denke, wir Handballer sind ja alle auch ein bisschen so gestrickt, ja, dass man da auch vielleicht auch mal zurücksteckt in schwierigen Zeiten und nicht auf seinen eigenen Profit irgendwie bedacht ist. Und ich glaube, da haben wir ganz gute Charaktere im Handball, die da schon auch ein bisschen das Hirn dann einschalten, wenn es jetzt gerade, sagen wir, wie der Martin sagt, ums Finanzielle vielleicht geht. Ja. Roland, natürlich du als Geschäftsführer, du hast sicherlich auch die Verantwortung, auch ein bisschen so einen Appell nach außen zu geben. Was würdest du in der aktuellen Situation so einen Appell auch an unsere Bevölkerung nach draußen tragen? Also ja, dass wir einfach jetzt etwas mehr wirklich das Gesamte sehen. Also dass wir uns nicht zu sehr auf den Virus konzentrieren, sondern dass wir einfach mal mit etwas Abstand an das Thema rangehen. Um einfach mehr Ruhe wieder reinzubekommen. Denn es gibt ja nur noch ein Thema, was präsent ist. Es wäre auch ein Appell an die Medien. Es gibt ja nichts mehr anderes, ob das jetzt in den sozialen Medien, ob das in den Printmedien oder wo auch immer ist. Es dominiert.
Ja. Und da kannst du keine positiven Nachrichten aktuell zumindest senden. Und da mal ein bisschen mehr Abstand gewinnen, etwas mehr Ruhe reinzubringen, würde, glaube ich, allen entsprechend helfen und den Fachleuten auch mal vertrauen und denen ihre Arbeit machen lassen. Mhm. Und das sind, wir haben gute Virologen, wir haben gute Entwickler hier oder Forscher. Ja. Wir sind da wirklich weit voraus. Die brauchen ihre Zeit. Und wenn man da jetzt einfach mal ein bisschen besonnener damit umgehen würde, würde, glaube ich, uns allen helfen. Ja. Für uns ist es natürlich, also wenn ich jetzt mal an die Wölfe denke, einfach auch wichtig, dass unsere Region, für die wir ja stehen und für die wir auch doch vieles tun, ich glaube, da das können wir auch mit Stolz sagen und das machen wir auch immer wieder gerne, dass man auch hier sich bewusst ist, dass auch wir Unterstützung brauchen, an verschiedenen Stellschrauben. Ja. Das wäre so ein kleiner Appell, den ich nach außen hätte. Schön. Ich denke, dann habe ich alles abgearbeitet an meinen Fragen zumindest. Hat sich ja vieles auch so aus dem Gespräch raus entwickelt. Ich habe trotzdem auch, wenn es jetzt Negativschlagzeilen viele gibt, ein paar positive oder eins, zwei. Nämlich, es steht vor uns. Wir haben ja mit der Distelhäuser Brauerei die Wolfsmilch ja gebraut, ja. Ich weiß nicht, ob die eine heilende Wirkung hat, vielleicht. Ja. Aber Roland, die gibt es ja gegen eine Spende, glaube ich, zu erwerben. Ja. Und das Ganze geht an dem Projekt Hilfe im Kampf gegen Krebs von der Gabi Nelkenstock zugute. Wie kann man die Wolfsmilch jetzt erwerben, wenn es kein Heimspiel gerade gibt, wo man sie eigentlich erwerben hätte können? Also das eine ist über die Geschäftsstelle, also Kontaktaufnahme über die Geschäftsstelle, wir organisieren das dann schon irgendwo oder einfach in der Geschäftsstelle vorbeikommen und der Christian Graber ist ja auch da, also die Geschäftsstelle ist besetzt, dann kann man also die auch direkt hier käuflich erwerben. Schön, man kann es ja auch übers Online-Banking bezahlen und es wird dann direkt hier vor die Tür gestellt, machen jetzt die ganzen Lieferservice, bringen die Pizza heim und stellen sie vor die Tür, man muss halt vorab zahlen, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, höre ich. Ja. Also Wölfemilch ist auch noch genug da, nehmt da bitte dran teil, weil es einfach eine schöne Sache ist und einen guten Zweck zugute kommt, also da der Appell an euch alle, wenn man ein gutes, dunkles Weizenhammer, glaube ich, gebraut, trinken will, es schmeckt auch sehr lecker, laut Roland, ich werde dann auch was mitnehmen, jetzt heute Abend auch probieren. Also vorbeikommen, an die Geschäftsstelle melden, wenden und dann noch die Wolfsmilch kaufen und einen guten Zweck da was tun. Wir natürlich vom Handballstammtisch aus haben ja auch das letzte Mal schon aufgerufen, wir machen wieder eine Handballparty, die geplant ist am 29.05. in der Marina Hafenbar. Ja, wir müssen uns auch mit dem Thema beschäftigen, weil jetzt plant man das Ganze größer, macht man das irgendwie auf, macht man es öffentlich, verkauft man Tickets und so weiter. Sind auch wir irgendwie davon betroffen, von der ganzen Geschichte, aber ich sage jetzt mal, an der Stelle gibt es jetzt erstmal eine positive Nachricht, wir werden das Ganze erstmal so planen, als wenn die Party stattfinden würde. Und dann wird mal schauen, was die Zeit bringt, genauso wie ihr im Sportlichen oder bei den Rimpaarer Wölfen. Wird jetzt einfach Woche für Woche, wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und von daher wird es auf jeden Fall weiter geplant und weiter verfolgt, die Party. Und von daher kann ich da schon mal sagen, dass ich alle trotz alledem, trotz Corona und Negativmedien und Negativschlagzeilen, jetzt auch was das Corona betrifft, trotzdem alle den 29.05. schon mal im Kalender eintragen sollten, weil wir da wirklich einfach auch mal wieder den Handball feiern wollen. Und vielleicht ist es ja auch ein guter Termin, wenn dieses Corona einfach dann beendet ist, da einfach nochmal den Handball hochleben zu lassen, wenn jetzt doch so viele Spiele ausfallen und so viele Events, da einfach nochmal zu feiern und vielleicht die Saison dann da irgendwie ordentlich noch zu beenden. Also von daher denke ich, dass das auch nochmal ein schöner Aufruf war. Ja, das wäre doch das wäre dann eine schöne Gelegenheit, wenn wir an dem 29.05. dann verkünden könnten. Wir sind zwar noch nicht ganz aus dem Loch heraus, aber wir haben Lösungen und also jetzt mit dem Virus. Und dann können wir das gemeinsam feiern. Können wir dann gerne im Anschluss nochmal drüber sprechen. Würde ich mich auch freuen, wenn ich da den ein oder anderen Rimpaarer Wölfe-Spieler oder Trainer auch begrüßen dürfte. Also, ich denke, wir haben jetzt viel geredet. Das Thema wollten wir ja heute auch bereden. Deswegen ging es heute eher
ja, sportlich gesehen nicht so ganz um die Rimbacher Wölfe, aber einfach um das Thema mal zu beleuchten, wie sieht es aus in so einem Bundesliga-Club, was macht es mit einem Bundesliga-Verein? Ich denke, da haben wir einige interessante Informationen jetzt auch bekommen. Und von daher, ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, uns allen irgendwie viel Glück zu wünschen und dass es hoffentlich bald mit dem Coronavirus endet und wir wieder positive sportliche Schlagzeilen schreiben können in den Medien. Und dann würde ich mich einfach, Roland, klar bei dir bedanken, dass wir hier Gast sein dürfen in deinem Büro und in der Geschäftsstelle. Auch. Ja, gerne, gerne. Ihr seid ja der Verein, handballerisch gesehen, der in der Region am höchsten ist. Aber danke, dass ihr euch die Zeit heute früh jetzt genommen habt. Kevin, natürlich an dich auch vielen, vielen Dank. Du warst jetzt bei uns das zweite Mal schon am Tisch. Ich hoffe, wir sehen uns noch öfters. Gerne. Vielen, vielen Dank und auch toi, 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 dass das sportlich gesehen in die richtige Richtung jetzt dann geht. Und ja, Martin, wir sind sowieso immer im Austausch, jeden Tag. Du magst ja, so zweit, wir sind Zwillinge, von daher magst du ja auch das, was ich mache und andersrum auch. Also von daher, aber trotzdem nicht alles, auch. Trotzdem auch wieder vielen Dank für deine Zeit. Und ja, dann würde ich das ganze Thema jetzt beschließen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ja, wir bleiben weiterhin am Ball. Teilt, veröffentlicht diese ganzen Videos, die wir hier immer hoffentlich für euch so gut machen. Und ja, dass wir für gutes Gehör in unserem Handball sorgen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir trinken jetzt vielleicht noch eine Wolfsmilch und schauen mal, was uns noch für Gesprächsthemen einfallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und bleibt auf jeden Fall gesund.